Tagesordnungspunkt Nummer 2, die Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass heute die Bundesministerin für Inneres und Heimat, Frau Nancy Faeser, zur Verfügung steht. Können wir den Knoten in der SPD-Fraktion noch auflösen, bitte? Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt der Frau Bundesministerin das Wort zu ihren einleitenden Bemerkungen. Ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir einen so furchtbaren, verbrecherischen Überfall auf ein großes Land mitten in Europa erleben. Dieser russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine humanitäre Katastrophe. Dieser Krieg verursacht unendliches Leid. Ich werde heute Nachmittag zur Situation der geflüchteten Menschen noch ausführlicher sprechen. Dennoch möchte ich schon jetzt sagen, seit dieser furchtbare Krieg begonnen hat, bin ich in sehr engem Kontakt mit den Ländern. Gemeinsam, auch mit den Kommunen, tun wir alles dafür, um den Kriegsflüchtlingen, die zu uns kommen, schnell und umfassend zu helfen. Ganz überwiegend sind das Frauen und Kinder und ältere Menschen. Wir arbeiten sehr intensiv an der bestmöglichsten Versorgung, Unterbringung und Verteilung. Wir koordinieren dies sehr eng, auch gemeinsam mit dem Verkehrsministerium und der Bahn. Der Bund unterstützt die Länder massiv mit dem THW und starken Kräften der Bundespolizei und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Diejenigen, die nicht privat bei Familien, bei Bekannten, Freunden untergebracht werden können, verteilen wir nun nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder. Und zugleich spreche ich mit meinen europäischen Amtskollegen über eine gerechtere Verteilung in der gesamten Europäischen Union. Wir haben einen historischen Schulterschluss erreicht, dass alle EU-Staaten gemeinsam, schnell und unbürokratisch den Geflüchteten helfen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich an dieser Stelle aber auch schon etwas zur Registrierung sagen, damit wir bei den Fakten bleiben. Für viele Ukrainerinnen und Ukrainer gilt Visafreiheit für 90 Tage. Das ist geltendes Recht. Und das ermöglicht auch, dass viele bereits in andere europäische Staaten weiterreisen. Trotzdem haben wir sehr schnell entschieden, auch diese Menschen bei der Erstaufnahme zu registrieren und damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Das BAMF unterstützt die Länder dabei mit Registrierstationen. Das werden wir weiter intensivieren. Die Registrierung erfolgt spätestens, wenn Menschen Unterstützungsleistungen in der Bundesrepublik brauchen. Damit haben wir einen guten Überblick und können koordinieren und steuern. Meine Damen und Herren, gerade jetzt, angesichts der Bedrohung des Friedens in Europa, müssen wir den inneren Frieden in unserem Land auch stärken. Wir wissen, dass Rechtsextremisten jede Krise für ihre menschenverachtende Hetze missbrauchen. Aber das wird ihnen auch diesmal nicht gelingen. Wir werden das nicht zulassen. Auch deshalb ist es so wichtig, dass wir sehr konkret handeln. Dazu dient mein Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, den ich Ihnen kurz skizzieren möchte. Prävention und Härte gehören zusammen. Wir werden rechtsextreme Netzwerke zerschlagen. Wir werden ihre Finanzaktivitäten unterbinden. Wir werden Rechtsextremisten konsequent entwaffnen. Wir werden Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst entfernen. Wir werden die demokratische Streitkultur fördern und Radikalisierung stärker vorbeugen. Und wir wollen für einen besseren Schutz von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern sorgen, meine Damen und Herren. Alles Augenmerk richtet sich gerade auf den furchtbaren Krieg in der Ukraine und diesen Folgen. Aber wir haben den inneren Frieden in unserem Land sehr genau im Blick. Wir bringen in der Innenpolitik das voran, was wir uns als Fortschrittskoalition vorgenommen haben. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Bundesministerin. Und wir beginnen die Regierungsbefragung zunächst mit Fragen des Kollegen Mario Chaya. Frau Bundesministerin, die Sicherheit an Bahnhöfen und an Grenzen ist der Aufgabe des Bundes. In Polen wird an der Grenze erfasst, wer flüchtende Frauen und Kinder mitnimmt und aufnimmt. Warum ist das in Deutschland bislang nicht möglich, diese Menschen zu schützen? Herr Abgeordneter, ich habe Ihnen ja gerade schon erklärt, dass wir das auch tun. Die Bundespolizei nimmt nach geltendem Recht in Deutschland all diejenigen, die hier einreisen, über keinen Pass verfügen und Drittstaatsangehörige sind und diejenigen, die ohne Pass aus der Ukraine einreisen, selbstverständlich auf bei Grenzübertritt. Dafür gibt es die Bearbeitungsstraßen der Bundespolizei mit dem BAMF und alle anderen werden frühestmöglich in den Erstaufnahmeeinrichtungen auch in Deutschland registriert. Sie haben eine Nachfrage? Frau Ministerin, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Die Frage war, wer erfasst, wo die Frauen und Kinder aufgenommen werden und wer sie abholt? Ich habe Ihnen die Frage so beantwortet, wie in Deutschland der Gang der Dinge ist. Wir nehmen diejenigen, die mit biometrischem Pass aus der Ukraine kommen, hier auf. Die haben 90 Tage Reisefreiheit, Visumsfreiheit in Deutschland. Die werden wir verteilen die, das habe ich schon gesagt, zu den Erstaufnahmeeinrichtungen. Dort werden sie erfasst. Also eine Nachfrage geht und die Frage ist jetzt, ob es noch eine weitere Frage, nicht von Ihnen, Herr Chaya? Ja, okay. Genau. Ob es noch eine weitere Frage zu diesem Themenkomplex gibt? Bitte schön. Nee, Frau Wiedmann-Mautz war zuerst. Ja, Frau Ministerin, Sie haben in einer Pressemitteilung am 10. März eine Kooperation mit Airbnb.org und mit Unterkunft-Ukraine.de sind Sie eingegangen. Sie suggerieren in dieser Pressemitteilung nicht nur, dass es zu einer strukturierten Organisation der Vermittlung von Unterkünften kommt, sondern Sie signalisieren auch, dass es sich um seriöse Übernachtungsangebote handelt. Ich frage Sie, gibt es bei dieser Zusammenarbeit denn eine Prüfung der Vertrauenswürdigkeit der Personen, der Familien, die Minderjährige aufnehmen? Gehört dazu zum Beispiel die Vorlage, die Verpflichtung der Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses? Oder sind die Organisationen die Verpflichtung eingegangen, die Mieter darauf hinzuweisen, dass sie sich bei den Ausländerbehörden registrieren lassen sollen? Frau Abgeordnete, ich danke Ihnen für Ihre Frage. Diejenigen, die dort anbieten, auf deren Homepage wir verweisen, haben sich dazu verpflichtet, dass sie darauf achten, dass nur seriöse Angebote dort vermittelt werden. Das sind nur große Vermittler von Wohnraum. Es sind eben keine, die dort privat noch mal zusätzlich anbieten. Und insofern haben wir darauf verwiesen. Ich weise im Übrigen darauf hin, dass wir diese Woche eine eigene Plattform zur Verfügung stellen werden, wo wir auf diese Angebote hinweisen und dann eine entsprechende Hilfestelle für die ukrainischen Geflüchteten auch zur Verfügung gestellt wird. Das geht diese Woche an den Start. Herzlichen Dank. Die nächste Frage kommt von Kollegen Leon Eckert. Wir sehen in der aktuellen Situation, wie gut unser integriertes Hilfeleistungssystem aus Feuerwehr, Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz und Zivilschutz ist. In der veränderten Sicherheitslage sehen wir aber doch, dass der Zivilschutz gestärkt werden muss. Und da wäre meine Frage an Sie, Frau Bundesministerin, was denn das Innenministerium jetzt auf die veränderte Sicherheitslage plant zum Schutz der kritischen Infrastruktur, zur Stärkung des Zivilschutzes in der klassischen und in der digitalen Art und wie auch die materiellen Mittel dafür aussehen im Haushalt 2022, um das nachhaltig zu stärken, um hier unser gutes System noch besser aufzustellen.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Wir haben in der Tat im Haushalt allein 100 Stellen ins BBK zusätzlich gegeben, um die Katastrophenschutzhilfe und den Bevölkerungsschutz zu verstärken. Das ist sicherlich ein gutes Signal. Dafür darf ich mich bei der Koalition auch noch mal herzlich bedanken im Namen der Bundesregierung. Das ist ein guter Punkt. Wir haben natürlich in allen anderen Bereichen auch jetzt verstärkt. Wir haben verstärkt gerade THW, die wir im Einsatz haben. In den letzten Jahren wurden dort die Haushaltsmittel sehr nach oben gefahren, was sehr wichtig jetzt ist, weil THW in Zusammenarbeit, wie Sie es genannt haben, mit Feuerwehr vor Ort jetzt auch bei dem Aufbau von Flüchtlingsunterkünften mit dabei ist und dort wertvolle Arbeit jetzt leistet. Der Zivilschutz ist etwas, was wir uns noch mal sehr genau jetzt angucken müssen, wie wir dort für die Zukunft verstärken. Und Sie haben einen dritten Bereich angesprochen, das ist der Cybersicherheit und der Schutz der kritischen Infrastruktur vor solchen Übergriffen. Das haben wir extrem im Fokus, sind dort sehr unterwegs, auch alle, die die kritische Infrastruktur betreiben, frühzeitig auch gewarnt worden. Sie haben eine Nachfrage, bitte schön. Sie haben das BBK erwähnt, gerade im Fokus als oberste Zivilschutzbehörde. Da wäre jetzt mal eine Nachfrage, wie sieht denn da der Zeitplan aus, wie wir das Amt nachhaltig stärken? Also wir haben uns ja jetzt auch vereinbart, dass es ein gemeinsames Kompetenzzentrum für den Zivilschutz, gemeinsam Bevölkerungsschutz mit den Ländern geben soll. Das soll im Juni an den Start gehen. Das ist eine wunderbare Kooperation. Ich glaube, dass wir gemeinsam aus Bundesländern und Bund da sehr, sehr stark sein können und für den Bevölkerungsschutz viel gemeinsam erreichen können. Vielen Dank auch für diese Unterstützung. So, und jetzt habe ich dazu eine weitere Nachfrage zu diesem Themenbereich aus der Sie selbst aus der Linken, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Ich glaube, wir nehmen alle zur Kenntnis, dass das Land Berlin im Moment die Hauptlast der Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine hier in Deutschland zu leisten hat. Wir wissen, in Polen wird eine ganz andere auch Aufnahme noch betrieben. Auch da, glaube ich, gebührt unser aller Dank denen, die das dort tun. Ich finde, von hier aus sollte ein klares Signal ausgehen an die vielen Ehrenamtlichen, auch an die Hilfsorganisationen, aber auch an die Verantwortlichen im Land Berlin, dass sie das, was sie jetzt gerade hier eigentlich für das gesamte Land tun, dass wir das wertschätzen und dass das einen dicken Applaus auch verdient hat. Ich frage Sie aber auch als verantwortliche Innenministerin, ist Ihre Auffassung, dass der Bund in den letzten Tagen und ja, seit Ausbruch des Krieges und der Fluchtbewegung ausreichend getan hat, um dem Land Berlin da auch zur Seite zu stehen? Wir haben Zahlen von über 10.000 Geflüchteten, unterschiedlichem Status, wir wissen das, die täglich nach Berlin kommen, entweder weiterreisen oder hier privat unterkommen oder untergebracht werden müssen. Und mein Eindruck ist, dass der Bund da etwas zögerlich ist, dem Land Berlin auch tatsächlich unter die Arme zu greifen. Meine Frage wäre, wann denn tatsächlich begonnen wurde, so wie Sie es gesagt haben, die Verteilung, auch die verbindliche nach Königsteiner Schlüssel vorzunehmen und wie Sie, ich komme zum Schluss, Sie werden zum Schluss gekommen. Und wie Sie tatsächlich gedenken, mit welchen Ressourcen das Land Berlin als Tor zu Deutschland und als Tor zum Osten in die andere Richtung auch zu unterstützen. Vielen Dank. Ich weise gerne noch mal darauf hin, dass es bei Nachfragen so ist, dass dafür 30 Sekunden zur Verfügung stehen. Das ist unsere gemeinsame Verabredung, nicht meine besondere Strenge heute. So, Frau Faeser, bitte. Herzlichen Dank für die Frage. Und ich schließe mich dem Dank nicht nur an die Stadt Berlin an, auch an Hamburg, an Bremen, an München, weil es sind die Metropolstädte, die jetzt Unglaubliches geleistet haben. Und ich schließe mich Ihrem Dank an die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und derer, die dort gerade wirklich extrem viel stemmen, für uns alle ausdrücklich an. Das, was wir von Anfang an getan haben, ist, dass wir in Zusammenarbeit mit den Ländern sofort nach Ausbruch der furchtbaren Krise des Krieges in der Ukraine in die Verteilung gegangen sind. Das heißt, ab dem 24.02. Wir haben Busse umgeleitet, Tag für Tag, gemeinsam mit der Bahn. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe, in der auch das Land Berlin vertreten ist, gemeinsam mit dem Bundesamt für Güterverkehr. Dort haben wir von Anfang an verteilt. Eine Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel war bis zum letzten Wochenende nicht nötig. Seit dem letzten Wochenende ist es nötig und nun machen wir das auch. Der Kollege Curiot hat das Wort für die nächste Frage.
Frau Ministerin, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Bundespolizei, Teggerz, befürchtet Sicherheitsrisiken, wenn 40% der Ankommenden unkontrolliert bleiben und wirft Ihnen vor, aus Fehlern von 2015 nichts gelernt zu haben, wenn Nicht-Ukrainer hier ohne Identitätsfeststellung unkontrolliert reinkommen. Am Berliner Hauptbahnhof sagt ein Bundespolizeibeamter, hier reist der halbe Balkan ein. Unter 160 Ukraine-Flüchtlingen im bayerischen Freilassing waren 130 aus Nigeria und Marokko, unter 100 in Garmisch-Partenkirchen, 90 aus Asien und Afrika, angeblich Studenten, die aber weder ukrainisch, russisch noch englisch sprechen. Diese Leute brauchen jetzt hier sicher keine Aufnahme, sie können in ihr Heimatland. Wir wollen keinen Missbrauch unserer großen deutschen Hilfsbereitschaft. Wir wollen nicht dieselbe Kontrollverweigerung wie 2015. Sonst bleibt Deutschland wieder sperrangelweit offen für alle Arten unerwünschter Trittbrettfahrer. Was antworten Sie Herrn Teggerz und warum überlasten Sie mit Ihrer unspezifischen Aufnahme auch von Nicht-Ukrainern, die ohne Not nach Hause können, mutwillig die Aufnahmekapazitäten für die wirklich Bedürftigen? Herr Abgeordneter, ich trage gern zur Sachlichkeit der Debatte bei. Wir haben eine sehr veränderte Situation, das hatte ich eingangs in meiner Bemerkung auch schon gesagt, zu 2015. Die allermeisten Menschen reisen mit biometrischem Pass visafrei in unser Land ein. Die Sie angesprochen haben, sind 6% der Einreisenden. Und ich hatte es auch eingangs gesagt, Bundespolizei registriert dort und deswegen gibt es auch keinen Grund, das so aufzubauschen, als sei das ein Riesenproblem. Herr Kuriel, Sie haben eine Nachfrage, bitte sehr. Nach eigener Aussage der Bundespolizei also werden 40% unkontrolliert gelassen. Wir können nicht wollen, dass sich da wieder ein Heer von Abzockern einmischt. Die Ukraine ist kein Land afrikanischer Austauschstudenten. Je mehr Unberechtigte kommen, umso weniger Kapazitäten haben wir doch für die wirklich Hilfsbedürftigen. Wir haben schon Hunderttausende ausreisepflichtige Asylbewerber. Jetzt brauchen wir mal Platz für echte Flüchtlinge. Wann sorgen Sie endlich dafür, dass das Heer der Ausreisepflichtigen außer Landes kommt, sodass man den jetzt wirklich Hilfsbedürftigen besser helfen kann? Aus meiner Sicht würde zunächst helfen, wenn Sie nicht den Sprachgebrauch verwenden würden, den Sie verwenden. Nein, das würde Ihnen, glaube ich, helfen, weil es um die Integration jetzt und der Aufnahme, es geht der Aufnahme um Menschen, die von Krieg fliehen, aus Krieg in Europa. Und ich sage es Ihnen nochmal, diejenigen, die Sie angesprochen haben, die Sie aus meiner Sicht etwas sachlicher titulieren sollten, sind 6%. Die Bundespolizei macht einen großartigen Job. Ich empfehle Ihnen, gehen Sie mal an den Bahnhof, schauen Sie sich an, was die Bundespolizei dort Herausragendes leistet. Mein Dank gilt der Bundespolizei. Und mit Herrn Teggerz bin ich auch im engen Austausch. Frau Polat hat eine weitere Nachfrage zum gleichen Thema. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe KollegInnen, sehr geehrte Frau Ministerin. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich auch im Namen meiner Fraktion bei Ihnen bedanken. Ich glaube, es ist ein Novum gewesen, dass innerhalb kürzester Zeit zum ersten Mal nach 20 Jahren die Richtlinie aktiviert wurde zum vorübergehenden Schutz. Und in diesem Sinne geht jetzt auch meine Frage, weil natürlich mit der Aktivierung der Richtlinie jetzt die Solidaritätsplattform auch auf den Weg gebracht wurde. Sie werden ja auch noch mal mit Ihren europäischen KollegInnen in den Austausch gehen. Wie wird Ihr Vorschlag sein für die Verteilung innerhalb Europas? Weil wir können ja von einer dynamischen Lage ausgehen. Danke. Herr Kuriel, Sie haben wahrscheinlich vor Leidenschaft vergessen, Ihre Maske wieder aufzusetzen. Das machen Sie sicher gern. Dankeschön, Frau Ministerin. Danke Ihnen, Frau Abgeordnete Pollert. Wir werden, Sie haben es richtig angesprochen, wir haben ein historisches Momentum, dass wir es erreicht haben, einstimmig innerhalb der Europäischen Union mit allen Staaten diesen vorübergehenden Schutz in Gang gesetzt zu haben, nämlich für Kriegsgeflüchtete. Das ist das Entscheidende. Und keiner von uns hätte ja je für möglich gehalten, dass Krieg mitten in Europa uns so unmittelbar tatsächlich ereilt. Wir werden jetzt, wie Sie es angesprochen haben, auf der europäischen Ebene in ein Verteilsystem gehen müssen.
Und es gibt auch großartige Angebote. Ich will es einfach mal benennen. Die Schweiz hat beispielsweise jetzt angeboten, 40.000 Geflüchtete aufzunehmen und möchte mit uns in Kooperation auch zuzutreten. Ich habe heute gehört, dass Norwegen ein ähnliches Angebot gemacht hat. Und das muss jetzt auf der europäischen Ebene zusammengefunden werden. Und ich glaube, es ist immer klug, wenn die großen Länder sich auch mit den Aufnahmekapazitäten aneinander annähern. Das heißt, Deutschland ist sicher gut beraten, wie Frankreich, wie Spanien, auch mit der Aufnahme dann von Geflüchteten Angebote zu machen. Vielen Dank. So, die nächste Frage kommt von Herrn Hartmann, die angemeldete Frage. Ne? Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin. Daran direkt auch anknüpfend nochmal herzlichen Dank für Ihre Initiativen, die Sie sofort mit der Amtsübernahme begonnen haben, als Sie in Europa Amtskolleginnen und Kollegen besucht haben und sofort das Thema Migration lange vor dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine durch Putin zum Thema und Schwerpunkt gemacht haben, die ihr auch ermöglicht haben, dass jetzt der temporäre Schutz gewährt wird. Sie haben auf der einen Seite darauf hingewiesen, dass es um einen freiwilligen und Solidaritätsverteilmechanismus geht. Könnten Sie bitte, nennen Sie noch mal einordnen, den JI-Rat, die in den letzten Wochen mehrfach getagt haben, die nächsten Schritte auch auf europäischer Ebene zeitlich einzuordnen, plus auch die Hilfestellung, die Stichwort Katastrophenschutzmechanismus für die direkten Anrainerstaaten Ukraine, Polen stand heute über 1,8 Millionen Menschen, die aufgenommen worden sind, dort im europäischen Akt der Solidarität begonnen worden sind und auch die deutschen Beiträge noch mal herausstellen, das als Nachfrage. Ganz herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Hartmann. Ich fange mal vorne an. Ja, es ist richtig, ich habe die Bemühungen in Europa verstärkt, zu einem gemeinsamen Asylsystem auf europäischer Ebene zu kommen, unabhängig von diesem Kriegsgeschehen. Ich halte das immer noch für das Sinnvollste und ich glaube, dass uns im Moment die guten Beratungen miteinander auch da ein gutes Stück näher gebracht hat und auf diesem Weg auch erfolgreich sein wird. Da glaube ich fest dran und ich bin sicher, dass das der richtige Weg für uns hier in Deutschland auch ist. Woran sieht man das? Sie haben es angesprochen, einmal an der Solidarität, jetzt mit dem Ingangsetzen der Solidaritätsrichtlinie für vorübergehenden Schutz, das heißt einen direkten Aufenthaltstitel, wenn die Menschen aus der Ukraine hierher kommen, gleichbedeutend mit einer Arbeitserlaubnis. Mehr Integration innerhalb der Europäischen Union geht kaum, ist wirklich etwas sehr, sehr Positives. Und Sie haben angesprochen, die Europäische Kommission hat sehr früh den Katastrophenschutzmechanismus in Gang gesetzt. Auch das zeigt eine Solidarität innerhalb Europas, wo jetzt sehr schnell die Hilfsgesuche der Anrainerstaaten, aber auch der Ukraine innerhalb der Europäischen Union verteilt wird. Und da sind wir mit THW und anderen Hilfseinrichtungen schon sehr, sehr weit. Wir haben schon in der Ukraine geholfen, aber auch vielen Anrainerstaaten. Vielen Dank dafür. Das war ein Zeitmanagement-Husten. Herr Hartmann hat noch eine Nachfrage. Frau Präsidentin, genau an dem Punkt noch mal anknüpfen. Das eine Teil ist auf europäischer Ebene, der andere Teil ist aber, und da haben Sie ja die Länder auf der JI-Ratsebene direkt einbezogen, Landesinnenminister ist das Stichwort, auch ein freiwilliger Beitrag der Länder, zum Beispiel über das freiwillige Verteilzentrum in der Messe Laatzen. Dies ist ein Beitrag des Landes Niedersachsen, die ganz pragmatisch, wie man das im Norden kennt, angepackt haben und angeboten haben, zur Entlastung beizutragen. An anderer Stelle ist auch von der großen Aufnahmebereitschaft und Kapazität in anderen Ländern gesprochen worden, in den Bundesländern. Können Sie darlegen, wie die Verteil- und Hubstrukturen der Länder zur Ergänzung, in welchen Zeiträumen die aufgezogen worden sind und welche Möglichkeiten dann noch bestehen in der Perspektive, Stichwort Königsteiner Schlüssel und Easy-Verteilung über BAMF-Unterstützung? Dass ich jetzt schon gehustet habe, liegt daran, dass diese Nachfragen nur 30 Sekunden dauern dürfen, wir aber nicht 30 Sekunden einstellen dürfen. Das heißt, Sie müssen es abrechnen, das gilt natürlich für alle. Genau. Frau Ministerin. Ganz herzlichen Dank, Herr Hartmann. Ich würde das noch mal betonen und mich bei allen Bundesländern bedanken, wie gut die Kooperation in diesen ersten 14 Tagen, sind es ja jetzt fast, funktioniert hat. Ich darf mich da ausdrücklich für bedanken, dass gerade Hannover, also Niedersachsen, sehr schnell ein Verteilzentrum noch mal aufgebaut hat, was uns sehr weitergeholfen hat, auch in der Frage, die Lasten, die zweifelsohne gerade Berlin zu tragen hatte und hat, dort auch hin zu entlasten. Das war großartig. Das hat bis zum letzten Wochenende sehr gut funktioniert.
Dann mussten wir aber feststellen, und das war auch der Wunsch der Länder, dass nach Königsteiner Schlüssel jetzt verteilt wird. Das machen wir ab dieser Woche. Das ist auch für uns in Ordnung. Über die Registrierung bei den Erstaufnahmeeinrichtungen wird auch im System EASY registriert. EASY hat einen eigenen Verteilmechanismus, der sich nach dem Königsteiner Schlüssel richtet. Vielen Dank. Genau, wir haben jetzt mehrere Nachfragen. Eine lasse ich zu, und zwar der Reihenfolge nach. Das heißt, wenn Sie noch weitere Nachfragen haben wollen, dann müssen Sie sich immer relativ schnell melden, damit wir das hier gut managen können in diesen Zeiten. Und der erste war der Kollege Frömming. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie erwähnten eben die Wichtigkeit des gemeinsamen europäischen Vorgehens in Asylfragen. Nun hatten wir ja vor einiger Zeit die Situation, dass an der polnischen Grenze der Diktator aus Weißrussland eine Menge Migranten hat aufmarschieren lassen. Es war eine gemeinsame europäische Linie, die nicht nach Europa zu lassen. Können Sie uns denn sagen, wo diese Migranten jetzt sind? Und können Sie ausschließen, dass sie nicht vielleicht die Situation in der Ukraine ausnutzen, um als Trittbrettfahrer nun doch zu uns zu kommen? Herr Abgeordneter, ich kann Ihnen so viel sagen, wie ich vorhin schon beantwortet habe, dass wir alle Drittstaatler besonders kontrollieren. Das macht die Bundespolizei in hervorragender Art und Weise. Und ich kann Ihnen die Frage, ob die Geflüchteten aus Belarus weitergeleitet worden sind, im Moment nur mit Erkenntnissen, die die Bundespolizei hat, so beantworten, dass es kein Durchleiten seitens Belarus aktiv gibt im Moment. Das ist eine Momentaufnahme, kann man nie ausschließen, aber auch das haben wir im Blick. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie sehen, die Besetzung hat gewechselt. Das wird heute noch mehrfach so erfolgen. Und ich werde weiter so verfahren, wie die Kollegin Göring-Eckert das jetzt hier eingeführt hat für diese Woche. Das Wort zur nächsten Frage hat die Kollegin Clara Bünger. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Ministerin. Mehrere Stimmen in der Zivilgesellschaft haben sich bereits dafür ausgesprochen, dass Kriegsdienstverweigerer aus Russland Asyl zu gewähren ist. Und nach geltendem Asylrecht in Deutschland hätten diese Gruppe auch in der Regel einen Anspruch auf einen Flüchtlingsstatus hier. Ist die Bundesregierung denn bereit, vielleicht auch in Absprache mit anderen EU-Staaten, ein klares Signal an Deserteure und Deserteurinnen zu senden, dass sie hier in Deutschland einen Schutzstatus bekommen können, wenn sie sich dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg entziehen? Wir beraten das in der Tat, Frau Abgeordnete, wie gesagt haben, auf der europäischen Ebene. Ich möchte dieser Beratung auch nicht vorweggreifen, weil ich glaube, es ist klug, ein einheitliches, abgestimmtes Verfahren gerade darüber zu haben, weil das ja nicht ganz unempfindlich ist und in gewisser Weise auch in den Krieg mit eingreift. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ja, vielen Dank. Aus unserer Sicht wäre die Einreise das insbesondere ein Problem für diese Personengruppe. Wie wird sich die Bundesregierung, wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass es sichere Fluchtwege für diese Personengruppe geben wird? Also soweit ich weiß, ist es kein Problem, dafür auch auszureisen. Ich war an der polnisch-ukrainischen Grenze und habe dort nicht berichtet bekommen und auch nicht gesehen, dass solche Menschen abgewiesen würden über den Fluchtkorridor. Die Kollegin Kador stellt noch eine Nachfrage. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Ausführung. Nach all dem, was wir gerade gehört haben, sehen wir, es ist ja ein sehr komplexes Bild, was da gerade entsteht, und sehr komplexe Herausforderungen. Und deshalb vielleicht die Bitte nach bundeseinheitlicher oder mehr Steuerung vom Bund. Und dazu natürlich auch die Frage, ist das angedacht? Also gibt es einen sogenannten Flüchtlingsgipfel? Wird es den geben? Frau Abgeordnete Kador, danke schön für Ihre Frage. Die Steuerung machen wir sehr stark von Anfang an. Ich sage es nochmal, wir haben mit den Ländern gemeinsam in dieser Arbeitsgruppe mit dem BAG, mit dem Verkehrsministerium, weil das natürlich Sinn macht, gerade über Züge, Busverteilung, auch das Verkehrsministerium mit einzubinden. Da bin ich meinem Kollegen Volker Wissing auch sehr dankbar für die enge Kooperation, die wir Tag für Tag haben, auch am Wochenende, wenn ich das einmal sagen darf, sehr intensiv war. Und wir werden diese Woche den Königsteiner Schlüssel anwenden, also noch stärker steuern. Ich hatte letzte Woche eine gute Runde mit den kommunalen Spitzenverbänden und das wird sicherlich ein
adäquaten Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit den Ländern und dem Bund geben. Die nächste Frage stellt der Kollege Konstantin Kuhle. Ja, vielen Dank, liebe Frau Bundesministerin. Wir haben eine Situation, in der sich die schlimmste Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg darstellt. Und ich glaube, es ist gut, dass wir so viel Hilfsbereitschaft und auch so viel unbürokratische Hilfe durch die Nachbarstaaten der Ukraine gesehen haben und auch dem Bundesinnenministerium ausdrücklich Dankeschön dafür, dass diese Sachen in Deutschland möglich gemacht worden sind. Ich mache mir aber ein bisschen Sorgen, ob wirklich alle staatlichen Ebenen das Ausmaß dieser Katastrophe schon verstanden haben. Und deswegen ist meine Frage, wie wir die verschiedenen staatlichen Ebenen jetzt noch besser darüber informieren können, was ihre Rolle ist. Und deswegen würde mich genau interessieren, was ist jetzt in dieser konkreten Konstellation die Rolle des Bundes? Was machen die Länder? Was machen die Kommunen? Und wie stellen wir sicher, dass die verschiedenen staatlichen Ebenen auch erfahren, was ihre Rolle ist und dass die Kommunikation zwischen den Akteuren sichergestellt wird? Ganz herzlichen Dank, Herr Kuhle, für Ihre Frage. Wir haben ein sehr enges Netzwerk in der Kooperation. Wir haben nahezu einen täglichen Austausch mit den Bundesländern. Wir haben einen intensiven Austausch auch mit den kommunalen Spitzenverbänden, um zu schauen, wer ist jetzt für was zuständig. Wir haben zum Beispiel die Situation, wenn jetzt die Geflüchteten, die ja einen sehr unbürokratischen Aufenthaltstitel bekommen, wenn sie Leistungen haben möchten, müssten sie in einer Ausländerbehörde sich registrieren lassen. Die Registrierung, die sie in der Erstaufnahmeeinrichtung gemacht haben, reicht dafür auch aus. Aber sie müssten sich ja melden, um ihre Leistung zu erhalten. Das ist jetzt eine kommunale Aufgabe, um das mal abzuschichten, wer für was im Moment zuständig ist. Für die Unterbringung, Erstversorgung der Geflüchteten sind die Bundesländer zuständig, aber wir helfen dort sehr stark, weil die Registrierung mittlerweile elektronisch sehr gut funktioniert. Wir haben solche sogenannte PIC-Stationen, das heißt, wir nehmen 10 Fingerabdrücke, alles wird registriert, das dauert ein bisschen, deswegen helfen wir dort mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BAMF mit diesen Geräten und unterstützen die Länder bei dieser Aufgabe. Wir helfen mit THW beim Aufbau auch von Flüchtlingsunterkünften und wir helfen sehr stark mit der Bundespolizei, sodass wir miteinander sehr viel steuern. Wenn Sie erlauben, erwähne ich auch noch ganz kurz, dass wir jetzt auch auf der europäischen Ebene schon stärker steuern, weil ich seit dem letzten Wochenende und seit Beginn der Woche mit Volker Wissing gemeinsam einen Ansprechpartner in Polen habe, womit wir jetzt auch täglich Absprachen über die Verteilung treffen. Sie haben das Wort zu einer Nachfrage. Ich bitte Fragende wie auch die Ministerin auf die verabredete Zeit jeweils zu achten. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Frau Bundesinnenministerin, Sie haben den Königsteiner Schlüssel erwähnt. Es ist gut, dass der jetzt in Deutschland Anwendung findet. Er kann ja aber nur angewandt werden, soweit die Personen registriert sind. Und deswegen würde ich Sie bitten, noch einmal ein Wort zu sagen zu der Gruppe derjenigen, die privat untergekommen sind und die noch nicht registriert sind. Wie viele sind das ungefähr und wie kommen wir bei dieser Gruppe, die privat untergekommen ist, jetzt auch dazu, dass die registriert werden und dann verteilt werden? Also wir werden jetzt auf jeden Fall über diese Plattform, die wir diese Woche anbieten, an die Geflüchteten, die jetzt bei Verwandten, Freunden untergekommen sind, auf eigene Faust hier eingereist sind, eben nicht über Züge gekommen sind, wo wir sie ja zumindest gezählt haben und wissen, wer quasi hier ist. Darüber werden wir jetzt nochmal die Informationen versenden, weil sie müssen ja auch Leistung erhalten können, sie wollen ja auch arbeiten, sie brauchen eine Arbeitserlaubnis. Das kann man alles bei der Ausländerbehörde erhalten. Und ich glaube, dass man über diese Plattform die Menschen gut erreichen kann. Zu einer Nachfrage hat der Abgeordnete Chaya das Wort. Frau Ministerin, ich komme auf das Thema der Aufgaben noch mal zurück. Ich weiß nicht, wann Sie am Hauptbahnhof gewesen sind und sich die Situation angesehen haben. Wer erfasst, bei wem die Geflüchteten aufgenommen werden und wer das ist, bei wem die Aufnahme stattgefunden hat, damit da kein Schindluder getrieben wird? Also zuerst mal wird erfasst bei quasi Grenzübertritt von Polen nach Deutschland, weil in die Züge die Bundespolizei reingeht und sich alle Pässe zeigen lässt. Das passiert in der Regel Frankfurt-Oder, an den Übergrenzen passiert es. Und die Erfassung in dem System, was ich eben genannt wird, das passiert in Berlin, wenn Sie in die Erstaufnahmeeinrichtungen kommen.
mit Fingerabdrucksystem, mit allem. Eine Ausnahme davon, wenn ich Ihnen das nochmal sagen darf, sind alle, die ohne Pass kommen und auch oder Drittstaatler sind, weil die von der Bundespolizei in den Bearbeitungsstraßen bereits in Frankfurt oder aufgenommen werden in die Systeme. Die nächste Frage stellt der Kollege Alexander Trom. Ja, Frau Ministerin Faeser, ich will Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Aussage von vorhin und auch jetzt soeben nochmals zu überprüfen, weil sie widerspricht den Darstellungen Ihrer Staatssekretär erst heute Morgen im Innenausschuss. Wir registrieren und stellen auch Personen nicht durchgehend fest. Und es betrifft auch nicht nur diejenigen, die einen biometrischen Pass haben und damit visafrei einreisen, sondern auch bei anderen Personen wird nicht durchgehend registriert und festgestellt. Deswegen gebe ich Ihnen die Gelegenheit, das nochmal darzustellen. Wir wissen momentan nicht, wie viele Personen aus der Ukraine nach Deutschland eingereist sind und wo sie sind. Das ist ganz anders beispielsweise in Polen. Polen hat einen sehr genauen Kenntnisstand, wer und wie viel bei Ihnen angekommen sind und wo Ihre Reiseziele sind. Was macht Polen besser als wir? Herr Trom, ich versuche es Ihnen noch mal zu sagen. Bleiben Sie bitte stehen, Kollege. Herr Trom, ich versuche es noch mal zu erklären. Da gibt es auch gar keinen Widerspruch, glaube ich, zwischen mir und dem Staatssekretär. Ich habe ja eben erläutert, dass unterschiedliche Personen mit unterschiedlichem Schutzstatus ankommen und anders registriert werden. Ich habe Ihnen gerade erläutert, in Frankfurt oder geht die Bundespolizei in die Züge rein, lässt sich alle Ausweise zeigen. Die, die keine haben oder die, die Drittstaatler sind, werden erfasst im System. Ja? Das ist das eine. So, das andere ist, die Menschen, die mit biometrischem Pass einreisen und 90 Tage visafrei in Deutschland bleiben können, die haben das Recht, sich frei zu bewegen. Die werden wir, und da bin ich sicher, da sind Sie mit mir einer Meinung, wenn die weiterreisen nach Paris, nach Madrid, auch nicht daran hindern wollen. Sie werden dort Freunde, Bekannte, Angehörige treffen. Jetzt sage ich Ihnen einmal den Unterschied zu Polen und zu uns. Polen hat eine Grenze zur Ukraine. Dort stehen die Menschen, die von Krieg und Flucht und Vertreibung und vom Bombenhagel betroffen sind, Schlange, um einzureisen in das Land, in der Kälte. Und wollen Sie wirklich in Deutschland die Grenzen wieder schließen, um genau das Gleiche nochmal an der Grenze von Polen zu Deutschland machen? Wenn das so ist, dann sagen Sie es. Meine Auffassung ist das nicht. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Da geht wohl in Ihrem Haus einiges durcheinander, weil nochmals die Darstellung Ihrer Staatssekretärin heute Morgen war unisono eine andere. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihnen. Und deswegen die Frage, die Grünen sind ja auch unzufrieden und haben beispielsweise einen Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt gefordert. Halten Sie das auch für notwendig zur besseren Koordination? Muss die Krise jetzt hier Chefsache werden? Also, da Sie bislang noch keine Einladung dafür bekommen haben, Herr Trom, sehen Sie, dass wir das sehr gelassen sehen. Ich habe gesagt, es wird ein geeignetes Format geben, auch noch mal öffentlich über das, was wir im Arbeitsalltag jeden Tag miteinander besprechen, sei es mit den kommunalen Spitzenvertretern oder mit den Ländervertretern auch auflegen werden. Ich glaube, dass diese Fragen auch des Erfassens und des Verteilens innerhalb Deutschlands und vor allen Dingen, ich will es noch mal sagen, der humanitären Aufnahme, insbesondere von Frauen mit kleinen Kindern, hier in Deutschland gewährleistet wird, auch gerade gute Arbeit geleistet wird. Nochmal kurz die Erläuterung. Heute gilt die Praxis, dass es noch eine Nachfrage eines weiteren oder einer weiteren Abgeordneten gibt. Der erste, der sich jetzt zu dieser Frage gemeldet hat, war der Kollege Thomé. Ich habe Sie gesehen. Aber wir haben noch Chancen, dass auch Sie nachher noch mit Nachfragen zum Zuge kommen. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, den Widerspruch, den der Kollege Trom zu erkennen vermeinte, zwischen Ihren Aussagen und denen der Staatssekretärin, konnte ich auch nicht feststellen. Ich bin
aber auch mit Ihnen der Auffassung, dass es notwendig ist, genau festzustellen, wer kommt im Lande an. Denn nur dann, wenn wir wissen, wie viele kommen, wer kommt, ob das vielleicht unbegleitete Minderjährige sind, Frauen, die allein kommen oder Familien, Ältere, nur dann kann man sinnvoll und gerecht und fair verteilen und auch feststellen, welche Bedürfnisse ergeben sich daraus an Kinderbetreuung, Betreuung von älteren Personen und dergleichen mehr. Und deswegen ist natürlich schon richtig, dass das ein möglichst genaues Register wichtig ist. Ich bin sehr froh, dass Sie schon den Auftrag gegeben haben, dass ein solches Register des BAMF erstellt wird. Auch die Polen und andere Länder tun das. Und nun wäre es sicherlich auch sinnvoll, wenn diese verschiedenen 30 Sekunden weiter. Register abgestimmt würden. Und da ist meine Frage an Sie. Gibt es einen Abgleich zwischen Registern etwa in Polen und Deutschland? Herr Dumi, was ich Ihnen zumindest sagen kann, und das ist ein echter Fortschritt, wir haben, wenn wir erfassen über diese PIC-Station, was ich vorhin erklärt habe, auch bei der Erstaufnahme der Geflüchteten, wir registrieren ja schon, obwohl sie einen biometrischen Pass haben, wir es gar nicht müssten, wird ja schon erfasst. Dieser Datenabgleich geht beispielsweise mit Eurodac, also im System bei uns im Ausländerzentralregister mit Eurodac. Das ist überhaupt kein Problem. Übrigens auch mit den Daten der Bundespolizei und dem BAMF. Das ist ein echter Fortschritt, dass wir da schon so weit sind. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir das auch möglichst flächendeckend hinbekommen. Und dafür leisten wir gerade sehr viel Unterstützung. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Kahn. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Ihren Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Wir begrüßen sehr, dass Sie da der Prävention auch ordentlich Platz einräumen. Vielen Dank dafür. Uns ist es besonders wichtig, dass wir entschlossen gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Islamfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit und jede andere Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit streiten. Und an der Stelle die Frage, was möchten Sie dafür tun in Ihrem Aktionsplan? Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Abgeordnete, dass Sie dieses so wichtige Thema ansprechen. Wir haben zwei oder drei richtig große Bereiche präventiven Ansatzes in dem Aktionsplan vorgelegt. Das eine ist, dass wir Programme auflegen wollen, wie wir diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit frühestmöglich bekämpfen können. Das zweite ist eine Medienkompetenzvermittlung, weil wir zunehmend feststellen, dass im Internet, in den sozialen Medien über rechte Medien falsch informiert wird und wir müssen gerade junge Leute stark machen dabei, Medienkompetenz zu haben, damit sie nicht auf diese Verschwörungstheorien und rechtsextreme Theorien reinfallen. Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist vor allen Dingen in der Gesamtgesellschaft präventiv an allen Stellen, wo es nötig ist, aber vor allen Dingen aus unserem Haus heraus, wir haben die Heimatabteilung dafür extra noch weiter ausgebaut, präventiv durch einzelne Projekte nochmal die Menschen zu stärken und resilienter für Übergriffe von Rechtsextremisten zu machen und auch Aussteigerprogramme zu stärken. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ich. Dann der Kollege Krämer. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, ich hätte noch mal eine Nachfrage den Sportbereich betreffend. Wir haben uns im Koalitionsvertrag ja auch ein Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit vorgenommen. Welche Schwerpunkte möchten Sie da gerne setzen und welchen Zeitplan haben Sie sich dort vorgenommen? Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für mich ist das ein ganz wichtiger Bereich, dass wir gerade den Sport bei mir im Haus, ich bin auch Sportministerin, gerade den Bereich Integration durch Sport sehr viel mehr Raum geben und haben dort auch nochmal Mittel verstärkt, jetzt gerade auch in Vorbereitung und präventiven Projekten auch zur Verhinderung von Rechtsextremismus und haben dort ein völlig neues Konzept aufgestellt und verstärkt. Das freut mich sehr, dass Sie das gut zur Kenntnis nehmen. Wir wollen aber den Sport insgesamt sehr stark stärken. Wir haben jetzt auch noch mal im neuen Haushalt mehr Mittel drin und ich freue mich auch, dass wir im nächsten Jahr Special Olympics World Games hier in Deutschland haben und werden dort auch sehr viel Gelder verstärken, um das auch da noch mal sehr praktisch zu unterstützen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Martin Hess.
Ja, Frau Ministerin, Sie haben gestern auf einer Pressekonferenz zum wiederholten Mal den Rechtsextremismus als größte Sicherheitsgefahr in unserem Land dargestellt. Die objektive Zahlenlage spricht aber eine andere Sprache. 454 islamistische Gefährder, denen stehen 76 rechtsextremistische gegenüber. Der Generalbundesanwalt hat seit 2019 1700 islamistische Terrorverfahren eingeleitet. Dem gegenüber stehen 40 Terrorverfahren gegen Rechtsextremisten. Und bei dem verhinderten islamistischen Rezinanschlag in Köln hätten bis zu 13.500 Tote und nochmal so viele Verletzte, also in Summe 27.000 Opfer, beklagt werden müssen, wenn er umgesetzt worden wäre. Sind Sie angesichts dieser klaren Zahlen bereit, Ihre Priorität in der Extremismusbekämpfung zu korrigieren, insofern der objektiven Zahlenlage anzupassen und zukünftig den islamistischen Terror als größte Sicherheitsgefahr klar zu benennen und zu bekämpfen? Herr Abgeordneter, ich sage es nochmal, ich habe es auch in meiner ersten Rede schon gesagt, selbstverständlich bekämpft mein Haus alle Formen von Extremismus, sei es Linksextremismus, islamistischer Terrorismus oder Rechtsextremismus. Im Moment, und da nehmen Sie immer nur die Zahlen, die Ihnen gerade passen, in die Argumentation, ist es leider so, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung in der Bundesrepublik darstellt. Und damit bin ich auch nicht alleine. Sie können sich gerne die Pressekonferenz von gestern noch mal angucken, weil sowohl der Chef des Bundesverfassungsschutzes in Deutschland als auch der BKA-Präsident gestern eindeutig dargelegt haben, dass die höchsten Zahlen im Moment im Bereich Phänomenbereich rechts sind. Sie haben das Wort zu einer Nachfrage. Ja, gut, dass Sie es ansprechen. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat gestern allen Ernstes zur Beurteilung der Gefahrenlage Zahlen der Amadeo-Antonio-Stiftung ausgeführt. Das sind ja das eindeutig eine linkslastige Stiftung. Und halten Sie es als Innenministerin tatsächlich für zielführend, sich bei der Extremismusbekämpfung auf spekulative Zahlen von eindeutig nicht objektiven externen Organisationen zu stützen, anstatt auf die validen Zahlen des BKA, die wesentlich niedriger liegen? Und können Sie nachvollziehen, die Irritation, die ein solches Vorgehen nicht nur Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden erzeugt, sondern auch bei einer Vielzahl der Bürger? Also ich wiederhole meine Antwort nochmal. Ziehen Sie nicht einzelne Zahlen raus, um sie für Ihre Argumentation zu missbrauchen. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz hat gestern in seiner ersten Bemerkung die Zahlen aus der polizeilichen Kriminalitätsstatistik zitiert. Und die sind aus meiner Sicht nicht fehleranfällig. Und da sind die meisten nun mal im Bereich des Rechtsextremismus. Was Sie angesprochen haben, ist die Zahl der Gewalttaten gegen Menschen. Und er hat deshalb die Antonio-Studie herangezogen, weil oft nicht erfasst wird bei Straftaten, weil es nämlich so ist, weiß nicht, ob Sie auch Jurist sind, Sie sind Polizist, dann wissen Sie das, weil die Zahlenerfassung bei einer Verurteilung sich in der Regel danach bemisst, nach welchem schwersten Delikt verurteilt wurde. Und wenn ich beispielsweise einen Totschlag habe, dann taucht nur der Totschlag in der Erfassung der Statistik auf, aber nicht, dass auch dort Rechtsextremismus war. Das macht die Antonio Amadeo Stiftung anders und deswegen hat er diese Zahlen benutzt. Zu einer Nachfrage hat die Abgeordnete Renner das Wort. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, ich hätte eine Nachfrage zum Aktionsplan. Unter dem Punkt Netzwerke zerschlagen sprechen Sie dort auch die Rolle von Finanzmitteln in der extremen Rechten an, zum Beispiel durch Nazi-Rock-Veranstaltungen. Was mir fehlt, ist, dass man eben auch Steuerhinterziehung zum Thema machen muss und die Frage Geldwäsche durch Einnahmen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Ich glaube sogar, dass es bei dem, was wir in der extremen Rechten beobachten, derzeit bis in den Bereich der Terrorfinanzierung geht. Meine Frage, wie arbeiten Sie an der Stelle mit Justiz und zum Beispiel Zollkriminalamt zusammen und was soll dort verändert werden? Frau Abgeordnete Renner, ich bin Ihnen außerordentlich dankbar, dass Sie es ansprechen, weil selbstverständlich werden wir über den Aktionsplan hinaus den Rechtsextremismus ganzheitlich bekämpfen. Das, was gestern vorgelegt wurde, ist ausdrücklich ein Aktionsplan aus dem Hause des Bundesinnenministeriums und hat keine ressortübergreifenden Schnittmengen. Deswegen haben wir es so gefasst, wie wir es gefasst haben, wo wir selber tätig sein können. Selbstverständlich werde ich gemeinsam mit dem Bundesfinanzminister und dem Bundesjustizminister auch im Bereich der organisierten Kriminalität, Geldwäsche und anderer Dinge dort sehr eng abgestimmt vorgehen.
Die nächste Frage stellt Elisabeth Kaiser. Ja, ich möchte das gerne noch erweitern. Wir haben ja noch ein weiteres wichtigen Vorhaben unserer Koalition, und zwar das Demokratiefördergesetz. Und wir alle wissen, dass die Zivilgesellschaft eine tragende Säule ist für unsere Demokratie. Sie ist eine Säule auch der Kommune und wir müssen ihnen das Rückgrat stärken. Deshalb ist es so wichtig, dass das Gesetz jetzt auf den Weg kommen soll. Und nun ist die Frage, wie es konkret ausgestaltet wird. Es gibt ein Diskussionspapier, was schon an die Zivilgesellschaft herangegangen ist, zur Stellungnahme. Und da soll ein Rahmen gesetzt werden, um eben auch die Zivilgesellschaft zu unterstützen. Und da frage ich mich, was sollen die Schwerpunkte sein dieses Rahmens, gerade auch mit dem Blick auf die Förderstrukturen, Ausstiegs-, Opferberatung, aber auch gerade mobile Beratung. Wie soll das aussehen? Und auch mit Blick auf die zwei Federführungen Ihres Hauses und aber auch des Hauses der Familienministerin, wie wird dann die konkrete Ausfertigung aussehen? Also wer übernimmt da die Verantwortung? Vielen Dank, Frau Abgeordnete Kaiser. Ein sehr wichtiges Projekt, auch da bin ich Ihnen dankbar, dass Sie es ansprechen. Es ist nämlich auch nicht Bestandteil des Aktionsplanes, bewusst nicht, weil in der Tat das unter der Federführung des BMJV ist. Also das heißt, Frau Anne Spiegel wird dort die Federführung haben. Wir machen aber eine gemeinsame Vorbereitung, gemeinsame Federführung in der Erarbeitung, aber sie wird die technische Federführung haben. Das heißt, die Gesetzesvorhaben auch auf den Weg bringen. Ich bin ihr da auch sehr dankbar. Wir sind in sehr engem Austausch. Es geht ja vor allen Dingen bei dem Demokratiefördergesetz um was ganz Wesentliches, nämlich um die verstetigte finanzielle Unterstützung der Zivilgesellschaft. Und das steht natürlich dort auch hauptsächlich im Fokus, neben dem, was Sie alles angesprochen haben, an präventiven, frühzeitigen Maßnahmen, an Aussteigerprogrammen. Das erarbeiten wir gerade mit der Zivilgesellschaft und wir wollen gerne im Zeitplan bleiben, sodass wir Ende des Jahres dieses Gesetz dann gemeinsam ins Kabinett bringen. Vielen Dank. Bevor Sie Ihre Nachfrage stellen, der Hinweis, Herr Brandner, leider war ein anderer Kollege schneller. So, Sie haben das Wort zur Nachfrage. Danke für die Ausführungen. Mich würde noch interessieren als Nachfrage, was konkret im Bereich politische Bildung auch vorgesehen ist. Soll das dort auch eine Rolle mitspielen im Demokratiefördergesetz? Da würde ich mir gerne noch mal ein paar Ausführungen bitten. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Kaiser. Das haben wir vor allen Dingen gestern in dem Aktionsplan schon mit aufgenommen. Herr Krüger als Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung war gestern dabei bei der Pressekonferenz. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, ihm da auch für zu danken und ihn auch zu erwähnen, ebenso wie dem BKA-Präsidenten und dem Verfassungsschutzpräsidenten. Wir wollen dort das, was ich vorhin gesagt habe, vor allen Dingen stärken. Frühzeitige Kompetenzstärkung junger Leute, um damit auch umgehen zu können, resilient zu sein gegen die Ansprache von Rechtsextremisten. Wir wollen Medienkompetenz dort vermitteln, weil das Thema der Beeinflussung durch rechte Medien ein sehr, sehr aktuelles ist und was sich vor allen Dingen auch bei den, ich will es nochmal sagen, ja noch immer stattfindenden Corona-Protesten auch sehr manifestiert in der Frage, wie nutzen Rechtsextreme das dort aus, mit welchen Medien arbeiten sie dort zusammen und da wollen wir im politischen Bildungsbereich ganz viel verstärken, um auch dort eine andere Kompetenzvermittlung zu erteilen. Vielen Dank. Herr Hartmann. Frau Vizepräsidentin, ich möchte Zahlen, die hier im Plenum schon erwähnt worden sind, noch ergänzen. Heute Vormittag mussten wir den Bericht des Präsidenten des Verfassungsschutzes im Innenausschuss zur Kenntnis nehmen über den Verdachtsfall AfD und das Urteil des VG Köln. Und das wurde auf ein über 1000-seitiges Gutachten verwiesen, das ja eine Vielzahl von Entgleisungen, Vorwürfen und Nachweisen aufführt, wo der Beweis angetreten wird, dass man nicht auf dem Boden der Verfassung steht und eben auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung feindlich gegenübersteht, was die AfD betrifft. Sie haben in Ihrem Aktionsplan die Entfernung von Rechtsextremisten aus den Kreisen der Sicherheitsbehörden, aus den Kreisen des öffentlichen Dienstes zu einem der Schwerpunkte erhoben. Das ist ein zentraler Punkt, den Sie erwähnt haben oder dann auch nochmal machen. Auch hier gelten 30 Sekunden, bitte. Könnten Sie diese Möglichkeiten des Disziplinarrechts und der Ansätze des BMI nochmal darlegen?
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Hartmann. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, weil diejenigen, die den Staat vertreten, müssen diejenigen sein, die nicht nur sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, sondern eine besondere Vorbildfunktion haben. Das will ich noch mal herausheben. Umso wichtiger ist es, dass wir Extremisten, Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst auch schnell entfernen können. Wir wollen insbesondere im Disziplinarrecht und wahrscheinlich auch im Beamtenrecht insoweit ändern, dass beispielsweise, was mich schon seit langem umtreibt, ist, dass wir eine Möglichkeit schaffen, die Beweislast umzukehren. Das heißt, wenn Tatsachen vorliegen, dass dann derjenige auch beweisen muss, dass es eben nicht so ist, anstelle, dass der Staat immer nachweisen muss, sehr kompliziert, dass eben andere Gründe dafür vorliegen, dass er nicht verfassungstreu ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist aus meiner Sicht, dass es keinen Grund dafür gibt, dass jemand, der nur sich im in einem Zeit, darf ich noch ganz kurz? Zeit ist das richtige Stichwort. Versuchen Sie es zum Ende zu bringen. Frau Präsidentin, ich versuche es ganz schnell zu beenden, dass diejenigen, die ihr Beamtenverhältnis ruhen lassen, dass dort die Anforderungen an denjenigen geringer sind, als wenn er sich in der Pension befindet. Auch das ist etwas, was ich gern ändern möchte, was ich nicht in Ordnung finde. Die nächste Frage stellt die Kollegin Clara Bünger. Vielen Dank, dass ich jetzt auch noch meine zweite Frage stellen darf. Es haben jetzt viele darüber gesprochen, dass hier alle Menschen aufgenommen werden und auch alle Drittstaatlerinnen. Also ich möchte dem vehement noch mal widersprechen. Ich begrüße das natürlich und wir begrüßen das natürlich, dass jetzt hier viele Menschen aufgenommen werden, denn das zeigt doch aus meiner Sicht, wie eine solidarische Asylpolitik funktionieren kann und das ist gut so. Und das begrüßen wir natürlich auch. Ich stelle mir dennoch die Frage, warum werden nicht alle Geflüchteten so solidarisch aufgenommen hier in Deutschland? Warum wird es beispielsweise nicht allen Geflüchteten ermöglicht, bei Verwandten und Bekannten unterzukommen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben? Warum werden andere Asylsuchende vielmehr weiterhin gezwungen, in menschenunwürdigen Erstaufnahmeanlagern, sogenannten Ankerzentren, untergebracht zu werden? Ist Ihr Haus da bereit, generell darüber nachzudenken, das zu ändern? Oder wie sieht der Plan diesbezüglich bei Ihnen aus? Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage, die Sie mir gestellt haben. Sie haben ja gesehen, dass wir umfangreiche Vorhaben im Koalitionsvertrag vereinbart haben für eine menschenwürdige Aufnahme von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Deutschland. Da wird es Verbesserungen geben. Ich möchte aber im Übrigen darauf noch mal verweisen, wenn Sie ansprechen, dass Asylstatus etwas ist, was möglichst auch europaweit einheitlich geregelt werden sollte. Auch da kämpfen wir ja für bessere Standards in vielen Ländern. Deswegen meine starken Bemühungen, insbesondere in Europa, auch für ein europäisches Asylsystem zu kämpfen. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Ich hätte dann noch eine Nachfrage. Einige hatten es auch gerade angesprochen, die polnisch-belarussische Grenze. Wie können Sie rechtfertigen, dass an der Grenze, an der polnischen Außengrenze auf der einen Seite Menschen illegal gepusht werden, was ganz klar ein völkerrechtswidriger Verstoß ist, und auf der anderen Seite eben Menschen mit offenen Armen aufgenommen werden. Wie können Sie diesen Unterschied erklären und sollten nicht alle Menschen mit dem gleichen Rechten hier in der EU aufgenommen werden? Ich glaube nicht, dass ich mich dazu erklären muss, weil ich eine der wenigen bin, die im Namen der Bundesregierung in Brüssel gesagt hat, dass es die Einhaltung von Menschenrechtsstandards immer an den Grenzen der EU geben muss. Zu einer Nachfrage hat der Kollege De Vries das Wort. Frau Ministerin, die Bundesregierung hat 38 Beauftragte berufen. Wir befinden uns, wie Konstantin Kuhle gesagt hat, in der schlimmsten Flüchtlingskrise Europas seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir müssen, wenn wir den Migrationsforschern glauben, damit rechnen, dass auch weit über 1 Million Menschen nach Deutschland kommen können. Das ist eine nationale Kraftanstrengung. Wie kann es sein, in einer solchen Situation, dass es in der Bundesregierung keinen Flüchtlingskoordinator gibt, keinen nationalen Krisenstab, der in der Lage ist, politisch diese Herausforderungen zu bewältigen, so wie es Angela Merkel damals auch mit dem Flüchtlingskoordinator gemacht hat, der im Bundeskanzleramt angesiedelt worden ist?
Herr de Vries, ich darf mich ganz herzlich, Herr Abgeordneter, für die Frage bedanken. Wir haben eine ähnliche Krisenstruktur, die unter Leitung von Staatssekretär Engelke stattfindet. Das war damals die Kollegin Hamann. Insofern, Staatssekretärin, ist es eine ähnliche Struktur in der Krisenstruktur. Das scheinen Sie zu begrüßen. Dafür darf ich mich ganz herzlich bedanken. Und ansonsten haben wir, wie ich finde, eine sehr gute Aufstellung, weil wir jetzt eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen haben, um diese Zeit Krieg in Europa gut zu bewältigen. Die nächste Frage stellt der Kollege Manuel Höferli. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, ich habe eine Frage zum Themenkomplex Telegram. Telegram war ja und ist immer noch in Teil der öffentlichen Debatten. Wir haben an verschiedenen Stellen viel Problematisches bei Telegram gesehen in den letzten Tagen. Auch einige positive Seiten. Man sieht, das Telegram-Netz hat Schattenseiten und Licht. Manchmal wird es benutzt für Menschen, die vertraulich kommunizieren müssen, weil sie in Regimen leben, in denen sie unterdrückt werden und nur dort verschlüsselt und sicher kommunizieren können. An anderen Stellen ist es teilweise in öffentlichen Bereichen zur Verbreitung von Hasstaten, von Straftaten benutzt. Sie haben in der Vergangenheit versucht, Telegram zu kontaktieren, zusammen mit dem Justizministerium, Marco Buschmann, und Sie haben gemeinsam auch öffentlich kommuniziert in der Hinsicht. Und es ist Ihnen gelungen. Inzwischen sind 64 Kanäle, zum Beispiel von Attila Hildmann, gelöscht worden. Können Sie uns bitte mal informieren, wie dort die Kommunikation derzeit auch noch weiterläuft, was da geschehen ist und wie Sie da in Kontakt gekommen sind, damit wir da mal weiter informiert werden? Vielen Dank, Herr Abgeordneter Höferlin. Wir haben in der Tat, der Kollege Buschmann und ich haben, also Herr Kollege Buschmann hat mit dem Justizministerium sogar das offizielle Verfahren eingeleitet gegen Telegram, was wir nach dem NetzDG machen können, dass sie auch verpflichtet sind, Seiten zu sperren. Telegram hat einen sehr öffentlichen Bereich, womit sie zu Protestaktionen gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker aufgerufen haben, gegen Hass, Hetze, gegen Morddrohungen gegenüber dem Ministerpräsidenten Kretschmer und der Ministerpräsidentin Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern. Etwas sehr Widerwärtiges. Wir haben den öffentlichen Druck so sehr erhöht, dass sich Telegram bei uns im Innenministerium gemeldet hat und wir jetzt einen deutschsprachigen Ansprechpartner haben, der dann auch auf unser Löschgesuchen jetzt die Seiten gelöscht hat. Das ist ein großer Erfolg dieser Bundesregierung, wofür ich mich sehr bedanke. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Dankeschön, Frau Präsidentin. Ich beziehe mich noch mal genau auf dieses Verfahren bezüglich des offenen Teils von Telegram und explizit nicht auf den vertraulichen, verschlüsselten Kommunikationsweg. Ist das jetzt so, dass es auch für die Zukunft sichergestellt ist, dass es bei solchen Verfahren einheitliche Ansprechpartner bei Telegram gibt? Und ist dort auch von Ihrer Seite aus ein Kommunikationsweg geschaffen worden? Gibt es dort Prozesse, wie das andere soziale Netzwerke wie Facebook und Google für ihren sozialen Netzwerkteil gemacht haben? Wir haben zumindest einen festen Ansprechpartner, wie ich gerade gesagt habe, einen deutschsprachigen festen Ansprechpartner, der unser Löschgesuchen über die Seiten der Mordaufrufe und anderes gelöscht hat. Das ist ein großer Erfolg. Das BKA hat dort ja eine große, gestärkte Struktur auch aufgebaut, um diese Verfahren zu führen. Was noch nicht so gut geklappt hat, ist in den letzten Tagen das, was wir im Kriegszusammenhang gesehen haben, das auch schnell zu löschen. Daran sind wir dran, da arbeiten wir dran, dass das noch besser funktioniert. Zu einer Nachfrage hat der Abgeordnete Brandner das Wort. Ja, danke schön, Frau Faeser. Sie haben die Frage gerade gehört. Manche kommunizieren über Telegram, manche publizieren in Zeitschriften namens Antifa. Dazu gehören Sie. Zeitschrift Antifa ist ja so eine Zeitschrift einer Vereinigung, die der Bayerische Verfassungsschutz als bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus einstuft. Also nicht ich mache das, sondern der Bayerische Verfassungsschutz. Und diese Organisation will letztendlich die Demokratie abschaffen, weil sie die Demokratie für faschistisch hält. Das ist also meines Erachtens die Unterstützung eines solchen Magazins ist also schon höchst problematisch. Für eine Innenministerin ein Skandal. Deshalb meine Frage, warum haben Sie aus diesem Skandal nicht die Konsequenzen gezogen und sind zurückgetreten?
Herr Abgeordneter Brandner, ich beantworte Ihnen selbstverständlich gerne die Frage, auch wenn ich die nicht besonders sachlich finde. Aber ich habe es vorhin Ihrem Kollegen schon gesagt, ich habe hier in meiner ersten Rede im Deutschen Bundestag sehr klar gemacht, dass ich mich jederzeit gegen jegliche Form von Extremismus einsetze, gegen Linksextremismus, gegen Rechtsextremismus und gegen den Islamismus. Daran gibt es auch überhaupt keinen Zweifel. Im Gegenteil, ich bin schon dafür kritisiert worden, das können Sie gerne recherchieren, weil auch das war unter meiner Zeit als Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag der SPD. Ich habe mich sehr klar hinter die Polizei gestellt als linksextreme Gefährder, gerade bei den Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst unterwegs waren. Vielleicht schauen Sie sich das mal an, um sich ein Bild zu machen. Und ich habe nicht als Bundesministerin gehandelt, sage ich auch noch mal dazu. Die voraussichtlich letzte Frage stellt der Abgeordnete Detlef Seif. Ja, Frau Ministerin, ich habe eine Frage zu einem hochaktuellen Thema. Nachdem der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk Olaf Scholz aufgefordert hat, eine Regierungserklärung zur aktuellen Situation in der Ukraine abzugeben, gab es eine Twitter-Meldung von Staatssekretär Sören Bartol, der unter anderem gesagt hat, ich finde diesen Botschafter in Anführungszeichen gesetzt, mittlerweile unerträglich, so verhält man sich nicht gegenüber einem befreundeten Land. Ich halte diese Twitter-Nachricht für unerträglich. Wenn ich bedenke, dass dieser Botschafter mit Herzblut sich für sein Land einsetzt und natürlich alle Möglichkeiten nutzt, auch um den Angriffskrieg Putins zurückzuweisen und damit die Ukraine letztlich auch siegreich aus diesem Kampf hervorgeht. Zwar hat sich der Staatssekretär mittlerweile entschuldigt, aber teilen Sie meine Meinung, dass das nicht ausreichend ist, sondern hier eine Reaktion der Bundesregierung folgen muss und man sich offiziell entschuldigt? Herr Abgeordneter, ich finde es richtig, wenn man getwittert hat, was ja manchem sehr schnell passiert, dass wenn man sich dann auch für Äußerungen entschuldigt, dann ist das damit aus meiner Sicht erledigt. Und ich glaube, das Wesentliche jetzt bei Krieg in Europa, dem furchtbar völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, hat insbesondere ja unser Bundeskanzler Olaf Scholz bewiesen, wie sehr er an der Seite der Ukraine steht. Und das sollte doch in diesen Tagen im Vordergrund stehen. Und da sollten wir ihn alle bei unterstützen. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Dass die Dinge im Vordergrund stehen sollten, da gebe ich Ihnen recht. Aber in dieser Situation, bei diesen Äußerungen, muss eine klare Rückmeldung der Bundesregierung folgen. Es ist nicht damit getan, wenn ein Mitglied der Bundesregierung solche Äußerungen tätigt. Das muss offiziell auf dem Wege gehen der Entschuldigung. Alles andere ist nicht zielführend. Also werden Sie das zumindest zum Thema Ihrer Koalition machen und überlegen, oder ist das Thema für Sie erledigt? Ich habe Ihnen meine Einschätzung dazu gesagt. Ich beende die Befragung. Danke, Frau Ministerin. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, Fragestunde. Wenn jetzt Umgruppierungen in Fraktionen notwendig sind, dann bitte ich